Konnichiwa und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sekiro Shadow Die Twice. Ja, beim letzten Mal haben wir das Gebiet hier gefunden, in dem wir in einem Brunnen einen Gegner besiegt haben und dann sind wir da in das neblige Dorf Landwald gekommen. Und wir haben jetzt noch einen einigermaßen starken Gegner vor uns. Wie hat er mal Gierschlund oder so geheissen? Aha. Und er hat sehr viele Chickens. Und ich höre irgendwie fast nicht. Und den probieren wir jetzt zu besiegen. Und nicht runterzukehren. Ja, Finisher Move war jetzt für nichts eigentlich. Habe ich noch Öl? Nein, schade. Weil ich herausgefunden habe, dass der einigermaßen fest Mensch oder was auch immer anfällig gegen Feuer ist. Und Öl wäre gäbig gewesen, um ihn anzuzünden. Aber ja. Glück gehabt. Und nicht runtergefallen. Da unten ist nämlich auch noch mal ein weiterer starker Gegner. Ein Kopfloser. Und hier ist es über ein Schleichen. Da haben wir noch einmal schon das Häuschen, das wir gefunden haben. Dort innen ist auch noch mal ein Miniboss. Also das Land, wo der Miniboss sitzen. Dort drinnen ist ein Miniboss drin. Aber darum machen wir uns jetzt keine Sorgen, sondern um die Affen. Er hat mich auch abschießen. Habe ich die falsche ausgerüstet? Ja, zwei. Nein. Geladener, der müsste. Oh, ich habe nicht ihn wollen. Gehen wir das Äffli. Wo sich hinter ihm versteckt. Jetzt. Hallo? Okay, irgendwie hat es nicht das Haar genau wollen, wie ich habe wollen. Oh oh. Nein, rauf, 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 bitte. Und die, der Arm mit der Waffe. Erledigt ihn! Heute zu dir. Da wollte ich als erstes schnell die resetten, damit ich hier auf den Baum gehe und auf das Insel. Und schon haben wir die resettet. Ist gäbig. Sind wir so in ihrer ursprünglichen Zustand zu resetten. Ausser natürlich, ich mache vielleicht zu viel Lärm. Eine Kügelchen bekommen, das ist gut. So, solange es gelb bleibt, ist ja gut. Jetzt darf er mich einfach nicht wieder sehen. Und dann können wir ihn in eine Lebensliste entfernen. Hä? Warum hat er mich jetzt gehört? Hallo? Was soll das? Ich bin ja schön geschlichen. Und vielleicht sehe ich irgendetwas im Schnitt. Vielleicht erkenne ich etwas im Schnitt. Warum das er mich jetzt da in dem Moment wieder erkannt hat oder gesehen hat vom Rücken her. Wo bist du? Jetzt laufst du da vorne. Machen wir es aber so. Okay, wird zweimal abschlagen. Oh nein, ich will nicht blocken. Nein. Gift. Jetzt ist mal da rauf. Aus dem Gift raus. Help.
ja, schön blocken, ja. Nein, du tust jetzt da nicht. Nein, jetzt hat er mich gleich verwutscht. Boah, der Summer-Move. Und das habe ich schon im letzten Part gesehen. Das Anvisieren ist meistens ziemlich tödlich. Wenn man sich mehr so im Kreis um ihn herum bewegt. Nein, nein. Weiss. Und komm, mach noch einen Move. Nein, nicht Kopf. Ah. Nicht Kopfnuss wollen. Die ist immer so ein bisschen verwirrend. Ach komm jetzt. Wie wird das Gift blockiert? Wieder den Moment verpasst. Eieiei. Zwei und irgendetwas ist noch gewesen, oder? Ich sehe nichts. Ich hasse es. Kamera. Glück gehabt. Ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber ich bin ihm seinen Moves ausgewichen. Irgendwie. So, immer so ein bisschen vor und zurück. Und ins Feuer hüpfen ist immer gut. Ah! Oh, warum hat er sich nicht dort hochgezogen? Es hat ja geleuchtet. Gehen wir da hoch schnell und... Heilung! Ja, du nur da die Gift voll. Die Gift voll wandern, genau, die Wand vergiften. Ja, schön ausweichen. Hallo, ich hab gedrückt. Ei. Nein! Jetzt hör auf, ihn anzuvisieren! Lieber nicht blocken, weil er macht viel zu viel Haltung fort. Nein! Ich bin immer zu gierig und dann check ich nicht mehr, was sie machen wollen, die blöden Leute. Ich habe mir ein bisschen Schulter reingeklemmt. Das Glück ist Frieden. Probieren wir halt nochmal. Nur kann ich Manika. Oh. What for a timing? Könnte man auch da an den Baum? Ich lasse letztes Mal testen, aber vielleicht war es falsch. Dann gehen wir die rauf, dann muss ich nicht am Bullen vorbei. Und schon da, und hier runter. Und hier wieder rauf. Da unten hat es sehr viel Phantom. Dass ich genug Knallerbsen habe, Samen. Hat, könnte ich es auslöschen. Aber ich weiß nicht, ob sie einfach immer weg sind oder nur für die Runde. Dann wollte ich es nicht verschwenden. Und also meine netten Wurfsternchen, die ich da vorher verschwendet habe. Zack, zack, zack. Gleich da auch noch. Und jetzt der letzte auf. Sollte doch zu mir kommen. Ja. Sehr gut. Und irgendetwas kommt jetzt ein Kügelchen. Sehr gut.
dann ist neu auf. Der soll jetzt liebend gern zu mir kommen. Sollte er hierher kommen springen? Soll ich das schon ein paar Mal? Eigentlich? Hallo? Ja, jetzt kommt er. Glaub's einmal. Da kommt er und. Oh, armes Häffli. Und noch mehr Kügelchen. Sehr gut. Kügelchen sind gut. Oh, warum erkennt er mich hier? Jetzt muss ich wieder da hinten. Oh oh. Nicht. Drüber raus. Hallo. Springen. Das wäre nicht so cool. Ja, nachdem werden wir eigentlich noch. Hätte ich noch den Plan gehabt, wenn ich jetzt schnell arbeiten. Und noch den Miniboss im Haus zu besiegen. Das ist irgendwie eine Questline vom einen Charakter, den wir gefunden haben. Ja. Und er ist. Entschuldigung, ich bin kurz. Uiuiui, nee, du packst mich nicht. Dann schön weiter. Oh oh, Baum! Baum ist deutlich. Puh, immer das. Die Wände und alles. Wie kannst du das haben? Warum? Es hat keine Wirkung auf ihn. Ich habe einen Moment verpasst, um nicht zu schlagen. Das hure Gift! Warum tut es mir dann locken? Habe ich gar kein Gift, irgendetwas mal gehabt. Gegenmittel. Glück gehabt. Nee, du tust jetzt da. Entschuldigung, ich bin sehr konzentriert. Ja! Jetzt, Kamera. Ich komme selber auch nicht mehr so ganz nachher. Ah! Ich würde ungern von dem noch getroffen werden. Wollt ihr da rauf? Wo ist er jetzt? Ah, oh, dort hinten. No, jetzt hat er seine Klinge wieder vergiftet. Das ist langsam passiert. Nein, du musst mich jetzt nicht wieder vergiften. Oh oh! Ich mach mich nochmal. Ah, es beißt mich. Blöde Nase. Nein, kenne ich die Vergriffe da. Die Bäume sind, das hätte man können weg. Nein. Oh oh. Taste. So, please heal me. Oh nein, nicht. Oh oh. Fehler von mir. Und wir haben ja doch keine Google verstanden. Okay, Google. Nee. Nee. Ich schau da rauf. Glück gehabt. Was schau da her? Ihn anvisieren bitte.
und auch die Distanz gewinnen. Pump. Und nochmal, ja. Dann ist noch sicher irgendetwas gekommen. Zack, und nochmal bitte. Also ja, ehrlich wollte ich nicht, dass du noch mehr... Scheiße. Nein! Mann, ich hatte einen K. Warum? Egal. Probieren wir halt nochmal. Oh, das hat ein bisschen Ausschlag. Upsala. Oh, verdammt. Göttliche Hilfe, mir habe ich nicht das Zeug verloren, aber gleich. Habe ich da noch irgendetwas zum Einsetzen? Ich brauche mehr Geistembleme. 10 Stück, wow! Das Chicken da unten. Ich weiß nicht, was dann passiert. He? Gehen wir hier. Und dann da rüber. Und die Pulle weiß nicht, was ihm passiert. Dann haben wir gerettet. So. Wieder da her. Gut, diesmal tun wir nur pro auf. Ey. Ich heiße nochmal Wurfstern brauchen. Aber sonst tun wir viel zu viel Geistemblem verbrauchen. Wie viel kostet überhaupt das? Eins, da drei. Feuer ist einfach praktisch für ihn. Es tut mir so schön stunnen. Und Schaden machen. Vergiften kann man ihn vermutlich nicht. Im Ernst? Also ja, irgendwie ernst. So, jetzt kommen wir hierher. Hey, ich will doch keinen Schatten von euch. Hallo! Sekiro! Blöd. Blöder Sack. Sie ist wenigstens Kügelchen, ja. So. Ausschalten. Der Schade. Nichts gedroppt. So, jetzt bin ich immerhin so halbwegs. Oh. Manchmal ist es so. Ich bin es auch so gewöhnt, so bei Spiel. Und dann kann ich schon lassen, dass man nicht an Ort und Stelle bleibt, so wie jetzt, also nicht vorher rutscht. Aber vorher ist er einfach nicht richtig abgerutscht. Und das ist dann so minimal nervig. Eine Lebensleiste Furcht. Und Feu Feu. Und Feu Feu. Ja, brenn du Klierschlund. Gierschlund. Oh oh. Ich bin ziemlich am Abgrund. Hier, brenn nochmal bitte. Lass mich noch schnell verschnaufen. Und nehmen wir ein Kügelchen. Ich weiß zwar nicht, heißen wir, aber. Wow! Was für Geräusche, dass man sich da manchmal vor sich gibt. Nein, ich will keine Sumo-Angriffe von dir. Ich brauche wieder so einen Moment, genau. Oh, oh. No Sumo Moves, please. Mhm.
Oh, jedes Mal im Ausweichen. Nein, bitte nicht. Einfach würdest du mich einfach jedes Mal beim Ausweichen. Was beim Ausweichen. Hat man nicht so eine. Ausweich. Nein, du, don't. Jetzt, warum willst du mich durchpacken? Ich habe nicht gerne Umarmungen von dir. Genau so, wenn ich wenig Gift von dir will. Oh, Scheiße. Hälfte vom Leben und ich bin einfach schlechter dran als vorher. Nur mal getroffen, Distanz falsch eingeschätzt. Ja. Ja, was hat er offen? Please don't forgive me. Und schon wieder durch dieses Schwert. Immer so ein bisschen tricky da, nein. Ich will nicht gepackt werden oder sonst irgendetwas von dir. Wie hast du mich getroffen? Ich habe Abwehr gedrückt. Eieieiei, wie hat er mich getroffen? Ich war in dieser Position. Toll, es ist alles voll Gift. Und dann nichts Richtiges mehr. Nur noch eine Heilung. Und sonst gar nichts. Nimm mal eine richtige Kameraführung. Das Feuer bekommt keinen Schaden. Dann verwirrst du mich noch in die Luft. Merci, Mann. Ja komm, bring mich um. Für was drücke ich Abwehr? Oh, Mann. Okay, Google ist für nichts. Für was drücke ich Abwehr? Das ist echt wirklich. Was ich gewinne, dadurch ein Vergleich von mir. Also. Und jetzt kenne ich Dinger mehr. Nein, die 1000 gebe ich jetzt nicht aus. Vielleicht bekomme ich von ihm eins. Ja, tatsächlich. Hilfe, eher noch mal die Hinger wollen. Ja, Bulle. Tada! Noch kommst du auf den Speis. Oder so. Ich kann da schnell mal da. Oh. Nein, ich hab nicht hier, aber da unten ist der Kopf los. Genau der, den ich nicht her wollen. Nicht anvisieren. Ey, jetzt! Für was drücke ich überhaupt etwas? Ich habe nicht dort runter wollen, lieber Spiel. Das ist bei den letzten Parts jedes Mal, wenn ich aufsage, ist es runtergegangen. Ja, ich auf diesen Ast wollen. Und auf diesen Ast. Und von hier drauf. Ja, dann kann man von mir aus runter. Und dann noch genau Samen ausrüsten.
Falls ihr noch etwas an. Drei Stück, gut. Hund. Okay. Ich sollte einfach nicht alle einfach so verschwenden. Und sie sind ja eh wieder da, ehrlich. Also vielleicht wenn ich Knallsamen brauche, kommen sie nicht zurück. Aber ist das so? Oh, ja genau, in einer Animation bekommst du mich. Die wir erledigen. Wie kannst du überhaupt etwas abwehren? Oh, Mann, ich hasse es, wenn ich so viel Schaden nehme. Von wo auch immer du jetzt wieder kommst. Ja, komm. Er war mit in der Schlaganimation und hat mir irgendwie noch einen Bitch-Slap gegeben. Genau! Wie nett von ihnen. Wo seid ihr? Nicht wegsäckeln. Natürlich, wenn ich den Dings töte, sind dann noch die Illusionen weg. Vielleicht. Was hast du bewacht? Keramiksplitter. Ja, das war ein Bait. Da rauf. Nein, ich will hier rauf. Merci. Ich kann flöten, ja. Das ist das Lied von dem da innen. Wie viel bräuchte ich eigentlich? Wie viele Perlen? Ahnung. Steht das neu, was sonst noch? Da wäre sie, glaub's. Da, ich bräuchte eher noch zwei. Also. Ich probiere mal den da innen. Mit meinen Nummer noch vier Heiligen. Sehr schlaue Idee von mir. Falls ich überhaupt von hier zu ihm komme. Nein, komme ich nicht. Dann muss ich doch weiter. Also weiter. Zurück. Oh oh. No. Ist hier irgendein Item? Dort oben drauf. Was haben wir hier so? Adamantit dort. Eisennet mit stumpfen, silbernem Glanz. Grundmaterialien verwendet für vorgeschrittene Verbesserungen von Prothesenmodule. Eisenerz kann nur in den ältesten Teilen Aschinas abgebaut werden. Alte Stein und Erde sollen Götter anlocken. Vielleicht kommt die Stärke des Metalls daher. Adamantit. Der ist der Drilut, sagt. Drilut. Ich hätte gerne drei Lut und keine Kinder. Fest draufbeißen. No. I will run. Not fight. Oh oh. Hilfe. Oh, Glück. Bitte Hilfe. Na, das Chicken da erledigen. Ja, ja, du mit dem Eisenschnabel. Oh. Oh, nee. Da ist noch Loot. Aber der ist auch noch irgendjemand kopflos. Habe ich das schon? Ein simpel gefertigtes Konfekt mit Yasharikus-Sägen. Halbiert die maximale Vitalität und Haltung. Okay, das kennen wir schon. Langsam. Vielleicht haben wir den schon wie. Dass ich glaube, dass es hätte.
auf den Ast. Dann erkennt man nicht mehr, was da unten los ist. Ist immer gut. Wieder rauf, ich würde mich auch heransetzen. Heranliegen. Ich muss rasten. Nicht ausrasten, einfach nur rasten. Das muss ich ja. So, jetzt habe ich die Tränke aufgefüllt. Haben wir geschafft. Irgendetwas bekommen. Nein, wir haben nicht mehr. Wie heißt es nochmal? Geld bitte bekommen. 100 Stutz. Geist-Emblem 10 Stück. Habe ich immerhin 4 auf Lager. Vielleicht bekomme ich ja wieder von Chicken Hyena 2 Stück oder so. Oder von dem dort. Ich habe nicht dort über. Ey, das Anvisieren zwischendrin. Aber ja, man kann nichts ändern. Ich komme nicht weiter! So. Hier auf den Ast. Ja, schon da über. Und diesmal nicht 100 Schaden nehmen von Affen. Liebe Sekiro. Ich würde gerne jetzt den dicken Typ arbeiten. Es wäre nämlich mal von Vorteil für mich, ich kann jetzt zeigen. Oder immerhin. Also ich weiß, ich sollte hier noch nicht sein, vermute ich mal. Aber gleich. Irgendwie wäre es schon ein bisschen Schleuer. Ich weiß nicht, von was ich Schaden bekommen habe. Aber ja, wenn sie mir ein bisschen noch nicht Schaden bekommen. Ich will nicht, dass du mich bemerkst. Komm, merci. Hier über. Und dann das Äffli, wo ist es? Dort. Oh, immer gegen die Steine. Wieso? Ja, schießt nur gegen mich. Komm. Finishing, nur wie das Blut auf dich geht. Und tschüss. Also nicht mal aggressiv machen. Schau da rauf, ob irgendwie hier noch etwas weiteres wäre. Nein. Da war nichts. Gehen wir da auf überall. Feuer, jetzt haben wir immerhin mehr Geist-Emblem. Oh, habe ich, hab ich irgendetwas bekommen von dem? Nö. Was ist das für ein Kraut? Kontaktmedizin? Nope. Was ist da oben? Ein Fussel! Und Number One! Dass ich dann immer so weit muss wegspringen. Oh oh. Nope, ich hab die Zara gezündet, aber bitte nicht böse. Zack. Und nochmal. Hallo, ich hab Abwehr gedrückt. Mitscht in den Kopf. Entschuldigung, muss ich gleich heilen. Ich weiss, du bist vielleicht sauer. Warum musst du unbedingt im Feuer rasten? Nope. Lieber schnell da oben wieder. Sehr feiglinghaft. Ich bin sehr tapfer, ja. Für was drücke ich abwehren? Ah, das ist
sonst nicht. Das ist so schnell ein Move drauf. Es wird so eine feste Person. Das Drecksgift. Hey, ich hab Dings gedrückt. Nein, nicht avisieren. Avisieren ist dumm. Nein, Hilfe. Ui! Ich will nicht wieder sterben. Hilfe, mein Herz. Nein, jetzt bin ich dumm gewesen. Ich muss jetzt weiter weg sein. Oh, ich will nicht wegköpfen. Was könnte man sonst noch gegen dich machen? Ja, so gemein. Hier. Hier. Nein, ich will nicht in den Bäumen mit dir kämpfen. Wir wollen nicht. Nein. Immer die Bäume und alles im Weg. Ich weiß ehrlich, das Ausweichen nutzt nicht viel. Oh. Ehrlich, nützt es wirklich gar nichts ausweichen, wenn man im falschen Moment ausweicht. Ja, natürlich. Nein. Das Gift ist das eben so blockiert. Nein! Das ist mein Tod. Glück gehabt. Da ist du wirklich extrem Glück gehabt. Nein, nicht! Aus der Luft hat er mich gefischt. Und das Gift hier. Nein! Dann nehmen wir das. Schluss, schwächer. Hallo? Haben irgendetwas anderes? Nein, ist ich nicht, ich würde auch eher am Gift sterben. Ja, ich würde auch am Gift sterben. Ups, es macht viel mehr Lärm, als man denkt. Die hat nur den Controller abgelegt. Das ist richtig nervig. Einfach eine Heilung zu wenig und machen zu wenig Schaden. Soll ich wirklich den probieren? Ich probiere jetzt den in diesem Haus innen. What? Wow. Ich sehe nichts. Ja, liebes Bulle. Ich komme jetzt mal von hinten, nicht von vorne. Ich hab dich überrascht. Oh Mann. Ich werde immer wieder ab und zu gierig. Und ich schaffe den Sprung nicht immer. Das finde ich so blöd.
Ja, ich gehe mal wieder drauf. Hallo. Merci. So, jetzt bitte schön da drauf bleiben. Und diesmal auf den Ast und vom Ast auf den nächsten und nicht auf den Boden hüpfen. Nicht! Zum Glück kann man hier ein bisschen schneller rauf, aber gleich. Ui, da wird mir fast schlecht. Ich hoffe, es wird euch nicht schlecht. Ja, ich hoffe es wirklich, dass das nicht Übelkeit in euch rüberruft. Wie weit seid ihr eigentlich in Sekiro? Ich vermute mal, ihr seid schon New Game Plus irgendetwas. Und habt das ganze Spiel schon 300 Mal durchgespielt. Ich würde mir gerne mal eure Meinung dazu wissen, wie findet ihr das Spiel? Das ist ja so gesagt eine neue Formel. Entschuldigung. Eine neue Formel von Dark Souls. So. Würde ich lieber Äffel raufkommen? Nein, tun wir es nicht. Wir müssen nicht bekämpfen. So, also nochmal. Ich würde gerne eure Meinung dazu wissen, wie ihr Sekiro findet. So. Aus. Ja, wie kann man es sagen? Es ist ja ein anderes. Es ist nicht Dark Souls, aber es ist von der gleichen Macher. Also, wie findet ihr es? Was ist eure Meinung zu Sekiro Shadows Die Twice? Ich finde es heute dann extrem geil. Obwohl ich immer noch so an Dark Souls gewöhnt bin, mit dem Ausweichen und so, dass man in Rollen innen Dings ist und unbesiegbar ist und verwundbar. Ich habe Angst, dass ich den hier anschlage. Nebeladliger. Du bist so richtig gegen Feuer. Okay. Du bist wirklich eine sexy Lady, wie der anders gesagt hat, ja. Und du bist gefinished. Okay. Warum habe ich mich nicht früher da getötet? Grabwachsklumpen. Ein klumpenfettiges Wachs aus dem Inneren des Körpers des Pechschwarzen. Was? Wachs aus dem Inneren des Körpers, das pechschwarz geworden ist. Wird für heute nicht okkulte Prothesenmodule verwendet. Okay, oder die Verbesserungsmaterial. Der hat Illusion pfiffen. Sind wir von da gekommen? Jetzt haben wir seine Illusion aufgelöst. Ich denke, es ist nur der Nebel, der von ihm kommt, aber es ist alles. Illusion von einem heilen Haus und. Ja, alles Mögliche ist echt von ihm. Sind jetzt Gegner alle fort? Hoffentlich. Schwerer Geldbeutel, sehr geil. Komm ich da rauf? Hat es jetzt überall ein bisschen mehr Loot? Muss jetzt der NPC vorher wieder suchen? Oder so? Dann ist etwas. Ah, das ist mein Weg. Dort rechts ist noch etwas. Gesehen, ja. Was haben wir denn da? Gelbes Schießpulver, kennen wir. Hat jetzt von hier weiter weg? Oder nicht? Aber immerhin kann man jetzt hier frei rumlaufen, ohne dass irgendwelche Soldaten einem angreifen. Und auch zurück zum Checkpoint. Vermutlich hat es da keinen weiteren Weg mehr. Und dort? Vermutlich hat es keinen weiteren Weg, aber doch mal geradeaus laufen bringt es schon.
Und Augen auftun. Laut! Kügelchen. Zwei Stück, das ist doch immer gut. Okay, ich muss auch nicht wieder aufziehen. Da unten hat es Loot. Gehen wir nochmal da runter. Und hoffe, ich komme nicht von hinten. Hera? Hey, Hera! Was hast du? Alles gut, Hera. Das Geräusch, richtig, das Echo jetzt gegeben. Das ist auch vorher gekommen. Nicht aus dem Spiel. Da unten ist ein Checkpoint. Aber ich wollte das erste Mal da oben noch durch. Vielleicht hat es noch mehr Loot. Also jetzt irgendwie mehr erwartet von so einem Dings. Von dem Gegner, Entschuldigung, ich kann momentan nicht so gut reden. Ich bin, also momentan in letzter Zeit, bin ich allgemein nicht so redens. Ich tue irgendwie immer stocken. Ich wüsste, was ich meine. Es ist auch schwierig zu reden, wenn man gleichzeitig noch seine eigene Stimme gehört, durchgehend. Ich bin so verzögert. So, jetzt, und dann reden wir noch jetzt bei mir und später im Ohr. Und das verwirrt einem schon ein bisschen. Aha, dort ist der Händler. Oh, hat er das Wasser? Ja, dort unten hat es einen Gegner. Aber wir reden erstmal mit dir. Gakuyo. Ikaga kane? Konna tokoro ni mo. Shisha ga aru tokoro. Mata kuyo shu ari. Shinenu mono de mo. Okamai nashi ja. Sa. Okay, ein weiterer Nachlassverwalter. Kügel melierte lila Kürbisflasche, was bist denn du? Ein kurviger melierter lila Kürbis, der mit Heilwasser gefüllt ist, füllt sich beim Rasten wieder auf, reduziert die Ansammlung von grauen Status. Ah, das ist gegen grauen, das ist eine unendliche Heilquelle, also ja, unendlich eine momentan. Eine schwere Goldbeutel und Feuergeldbeutel und Drachenquellsake. Da kaufen wir uns auch. Eine Flasche von kristallklarem Sake. Sake ist zum Teil da. Einer der besten Sake, gebraut von Ashina Braumeister mit Wasser aus dem Drachenquell. Das reine Wasser extrahiert jeglichen Geschmack aus Ashinas bestem Reis. Worte werden dem Geschmack nicht erreicht. Um nicht zu verstehen, muss man ihn probieren. Um ihn zu verstehen, muss man ihn probieren. Und zwei Karpfen schupfen. Der tun wir doch mal Money ausgeben. Ja, Money. Die werde ich nie brauchen. Und kaufen. Also den kaufen wir mal. Wie viel haben jetzt noch? Die zwei kaufen wir doch auch. Und dann kaufen wir noch 5 Kügel von dir. Ja, maximal Dingsbums reicht. Ja, bis zum nächsten Mal, falls du noch irgendwie die Lade aufstockst. Da hinten, irgendwann habe ich da noch ein. Oder war es irgendwie das Licht, das ich gesehen habe? Ich habe doch Loot gesehen. Vielleicht war es nochmal sein Lämpli, das man hier sieht. Oh, Spiegelung. Oder das. Fettwachsklumpen, das kennen wir schon. Ich weiß nicht, ob das ist. Vielleicht ist da oben noch etwas gewesen. Also irgendwie, aber das hat sich so aufgespielt, das ist ja eine Sidequest. Und es hat sich irgendwie so aufgespielt und ich denke, es ist ein viel stärkerer Boss.
Oh, ich denke, er ist viel näher. Also irgendwie aber viel mehr, viel etwas Größeres erwartet, wo der NPC herholt. Ich weiß den Namen gerade nicht. Zu sich lockt. Und wir müssen es dann bekämpfen und nicht so ein pfeifenblasendes Dings. Mit vier Armen. Das war die Stadt, die wir gesehen haben. Jetzt haben wir schon wieder zwei Wege. Was bist du? Ah, wegen dem ist die Musik so momentan. Au! Hey, 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 hey! What for a combo? Ich kann gar nichts machen. Au! Nee. Von wo kommst du überhaupt? Hey! Asshole! Von wo ist der überhaupt gekommen? Vergiftet noch. Oh nein. Vielleicht kann ich auch ihn anschleichen. Ich hoffe es. Ich glaube, es war der, der unter dem Wasser, unter dem Wasser war. Der dort ist es, glaube ich. Also, er hat mich gesehen wegen dem Hund. Also wegen dem einen Hund. Oh, dort ist er. Jetzt hat er mich gleich mitbekommen. Oder was? Auch schon. Ja, dort. Bewachst du? Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall nervig, dass du mich gleich mitbekommen hast. Eieieiei, mucho, mucho grande Nervenkosten da. Ja, die auch. Ich habe nicht. Die wollen finishen. Dad, warum verfolgt er mich jetzt? Das ist really uncool. Ich denke, bis zum Ufer klettern. Nö, natürlich nicht. Mann! Gehen wir da rüber. Vielleicht hört er auf, mich zu verfolgen, wenn ich weit genug. Was bist du? Weit genug weg, kann ich wohl sagen. Aber so wie es aussieht, nicht, hä? Wo ist er? Also dort sind ganz viele so komische Leute. Also immer ihr seid komisch. Was sammelt ihr hier? Oh, wegen der Figuren. Ah, werdet ihr wieder lebendig? Ja. Ich
Ja, ein Teil von euch wird wieder lebendig. Oder alle, wenn mindestens ein ist. Nein, warum kommst du immer noch? Stalker! Der holen wir einen Schuss, den du hast bewacht. Eine Schuppe. Okay, komme ich nicht durch. Hier bin ich gefangen. Lass mich doch da rauf, ich will die Steine raufgehen. Merci. Wo ist er dort? Ich hab keinen Bock auf den. Vielleicht fühlt er mich aus den Augen. Was ich da weniger glaube. I don't. Wasserlust, Durst. Lass mich doch angreifen! Wow! Ist viel zu schnell! Ja, nein! Glaub's. Egal wie weit weg das ist, Säckchen, der verfolgt mich so weit, bis ich tot bin. Oh nein, ich bin raus, ach, jetzt kann ich nichts. Ah, jetzt. Bitte dreh dich nicht um. Bitte. Oh, zum Glück ist schon noch mehr Liste. Ciao. Mag nicht die Schrott. Und was ist noch? Beruhigungsmittel. Eieieiei. Ich wollte nicht nochmal irgendwie ab dem sterben. Und das war vorhin irgendwie so eine Versammlung gewesen. Am rumlaufen. Oh oh. Ah, Hilfe, Bude! Oh oh. Hilfe, überall sind! Ich weiß nicht, ob ein paar von denen unsterben, sie sollten wieder zurückkommen. Au! So, schon alles einsammeln schnell. Vielleicht liegt es an diesen Lämpchen. Mach mal einfach mal Move so Move. Da kommen wir viel von denen. Hilfe! Und immer noch zwei starke Gegner hinter mir. Und ich müsste besiegen eigentlich. Von wo kommen die raus? Kommen die aus dem Wasser? Ich muss schnell heilen. Ich mache halt gleich noch Schaden. Aber hey, es gibt ja wohl Items hier. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ein Teil von euch wiederbelebt wird. Vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann ich mir das mal einbilden und sich mal aus dem Boden raus. Das ist laut. Noch mehr Beruhigungsmittel. Beruhigungs. Gehen wir da wieder ins Gras. Bin ich im Gras? Ja. Komm zu mir, Item. Noch mehr Keramiksplitter, okay. Okay, wo sind wir überhaupt hier? Ah, irgendetwas hat mich gesehen.
Wow, von wo kommst du? Was hast du für eine... Ah, die kommen wirklich aus dem Boden. Warum hast du so eine lange Waffe? Was ist das? Ah, du machst Schatten. Du machst viel Schatten. Für deine Größe. Hast du das haben? So. Wie viele von euch kommen da jetzt noch raus? Ist das unendlich? Oder wie? Hallo? Ist das irgendwie unendlich da? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Also... Es ist cool, weil wir bekommen unendlich Loot, aber... Irgendwie... Vielleicht ist es ein Bug. Mal schauen, vielleicht hört es jetzt auf. Hm. Sie kommen also aus dem Boden. Habe ich das richtig gesehen? Und kommen mehr oder weniger fast unendlich oft aus dem Boden raus. Hat es da jetzt nicht mehr irgendwie einen stärkeren Gegner, der sie wiederbelebt oder so herbeschwört? Oder ist es einfach ein Zufall gewesen? Das hat mich gesehen. Komm wieder rauf. Und machen alles kaputt. Aha, es. Chicken! Nein! Ich will da rauf! Nicht ab! Das ist jetzt Spiel! Ich will rauf und nicht ab! So, dann gehen wir. Also. Okay, mein Ziel, das ich wollte erreichen, nicht erreicht. Aber mir ein anderes Ziel erreicht, so gesagt. Ah, oh, blöde Vorsprung. Zack, zack. Au. Irgendetwas hat mich gepackt. Ah! Oh, wie süß! Und aus dem Boden gekrabbelt. Hilfe! Was ist das für ein Dorf? Hallo? Irgendein Fischerdorf. Ich würde gerne... Merci. Das Item bekommen. Hallo. Hilfe. Oh. Ich würde gerne auf das Boot. Merci. Jetzt wieder irgendwelche Piranhas oder so. Oh, Hera. Hilfe. Und da über. Jetzt sind wir auf der anderen Seite vom See. Das ist noch Loot, habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Auf der anderen Seite des Sees. Okay, was ist, wenn ich jetzt da drin gehe? Noch mehr Selle-Ballon. Okay, da ist auch nochmal etwas. Die will ich nicht, die will nicht da unten. Au! Hey! So. Da habe ich etwas gesehen, hallo. Hallo! Manchmal ist es so ein bisschen nervig. Darf ich jetzt aus dem richtigen Winkel? Merci.
das ein Leiche, was sich erhängt hat. Eine Leiche, was sich erhängt hat, genau. Ja, tun wir da erledigen. Was sieht man da? Ah, das sind Fische. Chicken. Erledigen wir. Oh, da ist auch noch eins. Was ist das für ein Ort? Chickens und was haben wir noch alles? Kleine Männchen, die aus dem Boden krabbeln und einem heben. Okay, was ist da gewesen? Da kann man sich leider nicht haben, schade. Ich habe einen Checkpoint gesehen dort. Aber ich müsste da durch, sag ich was. Nee. Da hinten noch irgendetwas. Doch mal hier. Oh, hä? Was hat mich gesehen? Was? Ah, du. Ich komme nicht da zu dir her. Ich werde gleich getroffen. Jetzt kriege ich schon wieder aus dem Boden raus, aus irgendeiner Reinkarnation. Oder nicht? Hä? Und Wandel. Vielleicht kann ich da rein. Nö. Schade. Versteckte Wand. Okay, wie kommt man da rauf? Von oben? Also es ist sehr interessant, das Dorf von kleinen Männchen, die aus dem Boden rauskriechen. Kontaktmedizin, okay. Ich bin kurz vor dem Sterben. Und will eigentlich nicht so viel kämpfen. Und frage mich, wie ich zu meinem Loot da oben herkomme. Ah, von oben runter. So, dann gehen wir hier. Es ist so dunkel da. Hand voll Asche. Gut. Hä? Nein, etwas hat mich gesehen. Und jetzt bin ich da oben. Cool. Echt her, ich wollte. Oi. Noch mehr Leute. Seelenballon. Balloni. Wo hast du mich gesehen? Und auf das Dach. Dann haben wir hunderte gesehen. Harzglut, was ist das? Ein Stück Harz mit ewig. Stück Harz mit ewig lodernden Flammen zum Verbissen des Flammenrohrs. Der Harz stammt aus einer schwarzen Kiefer im Wald von Dorf Ibu. Die immer präsenten Flammen waren Wegweiser, um den Weg ins Dorf zu finden. Mit der Zeit verachteten die Dorfbewohner die Flammen und die schwarzen Kiefern waren verloren. Wer die Flammen verteidigte, wurde ebenso verachtet. Aha. Oh. Hallo, liebe Leute. Ich wollte nicht zu euch. Nein, merci. Wie gerne ich euch würde bekämpfen, momentan nicht. Ja, ein bisschen bin ich leben. Vielleicht hat sie in diesem Seefluss oder so noch so einen Karpfen. Aber jetzt so schnell einfach über. Nein! Und schon hier hoch wieder. Ich war da drinnen gewesen. Nein. Hallo, wer bist du? Kano. Kano. Oder? Oi. Hallo? Kano. Otschitzke.
あんた、まともな人。ああ。よかった。あんたはまともなお人だよ。あんた、何か聞きたいことがあるのかい？ただ、すまねえが、ほら、このままカゴかぶったままでいさせてくれ。Warum musst du Horn auf dem Kopf lassen? この村はどうなっている？オラにもよくわからねえ。気づいたらみんなおかしくなっちまってた。オラもずっと頭がぼーっとしていたんだけども、ゲーゲー吐いたら目が覚めたんだ。喉が渇いて、たくさんお酒を飲んだからな。きっとそれで吐いちまったんだ。神主様が時々お酒を振る舞ってくださるんだ。ただな、お酒を飲むと喉が渇いちまう。酒だるはすぐ空になる。仕方なく皆池や川の水をすするんだ。けどな、飲めば飲むほど喉が渇く。喉が渇いて渇いてたまらなくなるだ。Okay, irgendwie das Wasser oder so irgendetwas, was ihn zum Trinken zwingt. Dort war die Frage. この村の者たち、どうなっている？わからねえ。ただ、みんな火を怖がる。頭がぼーっとしてるときは、オラもそうだった。あのなかなか消えない火、今思い出しても、ゾッとする。消えない火。漁師の犬彦のやつが、松ヤニを燃やして家に立てこもってたんだ。あいつの松ヤニは長く燃えるからな。たく今いましい。犬彦は村の鼻つまみ者だ。獣の肉など食いや。だから神主様もあいつには。その犬彦の家はどこだ？池の向こう側さ、どん詰まりに犬彦の家がある。Okay, das sind wir gesehen, kaputt. Und das haben wir über der Priester. 神主とは。神主様はこの村で一番偉いお人だ。川沿いに遡った先、水源に近いお社にいらっしゃるぞ。皆で都人になろうぞってな。お酒をたくさん飲めば都人になれるってさ。ん？都人ってなんだろうな。OK、メッセ。そうかい。オラはここでカゴに辛抱せねば。OK, du du nochmal verdurst. Und merci für die Info. Also, dort hinten, vielleicht tun wir nochmal durchkämpfen. Aber dort sollte es vielleicht noch ein NPC haben zum Schnurren. Nochmal vielleicht, je nachdem. Was sehen wir hier? Loot, 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 please. I will loot. Give me more loot. Oh. Hui. Schöne Deckung. Mach weiter. Und rein gegen etwas. Hallo. Hilfe, wo bin ich gelandet? Oh! Aha, das Feuer, so hat es schon dieser Oma Angst gemacht.
gut zu wissen, dass sie nicht so verträglich sind zu Feuer. Göttliches Konfetti und gelbes Schießpulver. Und wie lange sind wir jetzt schon dran? Oha, stumm. Ja, wir kämpfen jetzt nicht noch führen bis zu dem. Wie heißt das nochmal? Prinzlich. Ja, macht einen sehr Schwung. Aber sie ist mit bis zu dem Checkpoint. Und da im Fluss hat es auch noch nichts mehr. Aber hey, Checkpoint sage ich nicht nein. Dann kann ich auch noch die Hutti zum Ding, zum NPC zurück. Reisen. Der ist da gewesen. Und noch ein bisschen weiter zurück. Um die Ecke. Der sollte vielleicht jetzt noch Danke sagen, dass das Lied entweder aufgehört hat oder jetzt weiss, wer das gespielt hat. Vielleicht gibt er ja mir etwas. Vielleicht. Wenn er nett ist. Habe ich eigentlich von diesem Miniboss eine Gebetsperle bekommen? Ist glaube ich, gewesen, oder nicht? Ja, hier war er. Wo ist er jetzt wieder her? Zu was hat er sich wieder verleiten? Ist jetzt irgendwie da unten? Autsch. Oh, wenn ich nicht wollte, eine Flasche verbrauchen. Aber muss ja schauen, vielleicht ist er da unten. Vielleicht ist er unten noch laut. Oh. Nein! I don't want to go to him. Eigentlich kann ich aber die Folge beenden. Ja. Da, zack. Inventar. Habe ich da drei? Nein. Also, der Flötenspieler hat mir keine Perle. Wie nett! Das ist schön zwischendurch runtergefallen. Wo ich dort rauf wollte? Zwischendrin also, nein! Darf ich jetzt da rauf? Merci. Und wieder runtergefallen. Reisen, ja, dann gehen wir zu dem Checkpoint. Hello, is it me you're looking for? Entschuldigung, ich muss etwas lesen. Du musst das einsammeln. Aha, hier bist du. Wir reden jetzt noch schnell mit dir. Ja. Ano shirabe ni ki o torare fukaku o torimashita. Shikata. Hat mir noch die doch aufgehört. Kikoeru kitto. Kono saki ni. あの女そうじゃが、やはりわしを待っておったのじゃな。飲め？ああ、やはり
わしを待ってよ。Nee, nee, ich hätte nicht über dich. Ja. Okay. Ich hoffe, wenn ich hier weiterlaufe, halt nicht der Gegner, sondern ich kann schön herstehen und aufhören. Also mit der kann man reden. Also, ist er gerannt? Hallo? Also, mit ihr reden wir beim nächsten Mal. Ich danke euch hiermit recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hängen wir euch eine Bewertung. Oder mehr Sekiro oder von meinem anderen Projekt Vampire, wollt ihr sehen. Dann hängen wir euch ein Abo. Und dann